Hier zeige ich dir 11 verrückte Autotricks, die wirklich jeder kennen sollte. Von genialen Ideen über geheime Funktionen ist wirklich alles mit dabei und nach diesem Video wirst du Autos mit anderen Augen sehen. Wir starten direkt mit einer geheimen Funktion in Trick Nummer 1. Denn wenn du dein Handschuhfach öffnest und ein solches Rädchen darin findest, dann kannst du dein Handschuhfach als Kühlschrank benutzen. Dafür musst du es hier einschalten, auf diese Schneeflocke und jetzt deine Klimaanlage einschalten. Die kalte Luft wird jetzt mit in dein Handschuhfach geleitet, wodurch du hier zum Beispiel Getränke oder auch Süßigkeiten hineinlegen kannst, die dann kühl gehalten werden. Besonders bei heißen Temperaturen ist das ein sehr wertvoller Trick, den aber wirklich kaum einer kennt. Du steigst in ein Auto ein, welches in der Sonne stand und kannst das Lenkrad kaum anfassen, weil es zu heiß ist? Dann mach einfach Folgendes, bevor du dein Auto verlässt. Drehe das Lenkrad um 180 Grad. Dass die Oberseite des Lenkrads jetzt nach unten zeigt. Dadurch scheint die Sonne hier nicht voll drauf und wenn du jetzt das nächste Mal in dein Auto steigst, ist es oben nicht mehr heiß und du kannst dein Lenkrad anfassen. Für Trick Nummer 3 brauchen wir Katzenstreu, denn dieses kannst du tatsächlich in deinem Auto anwenden für einen genialen Trick. Schnapp dir dafür außerdem eine Socke, mach sie jetzt um ein Glas oder um eine Kleberolle und fülle das Katzenstreu hier in diese Socke. Mache die Kleberolle wieder ab und mache jetzt deinen Knoten in die Socke. Im besten Fall schnappst du dir eine zweite Socke und wickelst sie hier drüber, damit kein Katzenstreu auslaufen kann. Geh mit dieser Socke jetzt zu deinem Auto und lege sie auf dein Armaturenbrett oder zum Beispiel in den Fußraum. Das Katzenstreu entzieht der Luft Feuchtigkeit. Diese würde sich ansonsten im Inneren der Scheibe absetzen. So beschlagen deine Autoscheiben also nicht mehr von innen. Bevor wir gleich zu zwei unglaublichen Tricks kommen, habe ich noch ein paar schnelle Tricks auf Lager. Nervt dich auch der Staub in Ecken und Ritzen, wo du nicht so einfach reinkommst, dann solltest du dir einen solchen Pinsel besorgen. Ich verlinke ihn dir unten in der Videobeschreibung. Denn damit kommst du selbst in die kleinsten Ritzen und kannst Staub im Nu entfernen. Das funktioniert besonders gut an der Lüftung oder an deinem Lenkrad. Überall, wo du mit deinen Fingern eben nicht reinkommst. Und wenn es eine etwas größere Fläche ist, dann funktioniert dieser Schleim besonders gut, den ich dir ebenfalls unten verlinke. Denn diesen drückst du einfach auf die Fläche, die du reinigen möchtest und ziehst ihn wieder heraus. Er eignet sich hier der Fläche an, das heißt, er geht auch überall in kleine Ecken und Ritzen. Und alles Mögliche an Staub und Schmutz bleibt an ihm kleben. Er selber verursacht aber keine klebrigen Stellen in deinem Auto. Der Vorteil dieses Reinigungsschleims ist, dass du ihn wieder abwaschen kannst, er so wieder sauber wird, dann lässt du ihn trocknen und kannst ihn immer wieder benutzen. Und der kommt wirklich in die kleinsten Ecken und Ritzen und kann hier den Staub entfernen. Hast du auch immer viel Krümel und anderen Schmutz in solchen kleinen Fächern in deinem Auto? Benutze hierfür doch einfach Muffinförmchen, denn diese kannst du besonders in die Getränkehalterung perfekt hineinlegen. Schmutz sammelt sich jetzt in diesen und du kannst sie einfach entsorgen oder auskippen. Und falls du übrigens keinen Getränkehalter hast, aber einen Coffee to go oder allgemein ein Getränk mitnehmen möchtest, dann schnapp dir eine solche Klebebandrolle. Hier kannst du dein Getränk hineinstellen und das Ganze auf den Beifahrersitz stellen. Es wird auf gar keinen Fall umkippen und gut halten. Die letzten vier Tricks sind wahre Profi-Tricks. Denn hast du schon mal eine Slip-Einlage an deinem Auto benutzt? Dafür solltest du sie zuerst ein wenig vorbereiten. Schnapp dir eine Slip-Einlage und schneide sie in zwei oder sogar mehrere Teile. Gib jetzt ein paar Tropfen eines ätherischen Öls jeweils auf die Slip-Einlagenstückchen. Diese kannst du jetzt irgendwo in dein Auto kleben, wo niemand sie zu Gesicht bekommt und sie sorgen dafür, dass es immer angenehm und frisch riecht. Kennst du das auch? Du steigst aus deinem Auto, berührst das Auto da noch, um die Tür zu schließen und kriegst eine gewischt. Das kannst du tatsächlich verhindern, indem du, bevor du aussteigst, einen metallischen Gegenstand an deinem Auto berührst, zum Beispiel hier an der Autotür oder an der Säule an der Seite. Steige dann erst aus und du kriegst keine mehr gewischt. Bevor wir gleich zu unserem letzten unglaublichen Trick kommen, hier noch ein kleiner Geheimtipp. Hört regelmäßig jemand anderes mit deinem Auto und verstellt ständig deinen Sitz. Alles, was du dann brauchst, ist Klebeband. Mache einen Streifen am unteren Teil der Schiene sowie eine an deinem Sitz. Denn so kannst du immer wieder herausfinden, wie die Sitzposition von dir vorher war. Schiebe den Sitz einfach so weit nach vorne, bis beide Streifen übereinander liegen. Und schon hast du immer wieder die perfekte Sitzposition. Denn für diesen unglaublich genialen Trick brauchst du nur ein Gummiband. Diese schiebst du durch deine Lüftung und mit Hilfe eines Stiftes holst du es einige Schienen weiter unten wieder heraus. Jetzt hast du es so zwischen deiner Lüftung hängen. Da kannst du jetzt dein Handy zwischenklemmen und hast die perfekte Handyhalterung, falls du keine in deinem Auto parat hast. Möchtest du jetzt noch wissen, was du regelmäßig mit deinem Geschirrspüler machen musst, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.